Zugegeben, große Überraschungen gab es nicht beim Höhepunkt der Vorwahlen in den USA, dem Super Tuesday. Donald Trump ist kaum noch zu stoppen. Er hat die Nase im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner vorne. Und somit läuft es dieses Jahr wohl erneut auf das Duell Joe Biden gegen Donald Trump hinaus. Denn vor wenigen Minuten wurde auch bekannt, die Republikanerin Nikki Haley, Trumps letzte verbliebene Konkurrentin, will sich aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaft zurückziehen. Nikki Haley will aussteigen. Die Republikanerin plant, sich aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückzuziehen. Das berichten US-Medien. Nachdem sie nur den US-Bundesstaat Vermont für sich entscheiden konnte, wolle sie den Weg freimachen für Donald Trump. Der räumte am Super Tuesday ordentlich ab. Am Abend in Palm Beach in Florida spricht er zu seinen Unterstützern. Es ist klar, warum das Super Tuesday heißt. Das ist riesig. Und ganz ehrlich, unser Land stirbt gerade und wir werden Amerika wieder groß machen, größer als jemals zuvor. Die alte Kampagne ist also auch die neue, hält Trump auf Siegerkurs beim Einsammeln der für die Nominierung nötigen Delegiertenstimmen. Gewählt wurde in 15 US-Bundesstaaten, darunter Utah, Colorado, Minnesota, Kalifornien und Texas. Prominente Nachhilfe in Demokratie von Sängerin Taylor Swift, die in einem Post erinnert, wie wichtig diese Wahl ist. Tatsächlich gewinnt Trump quer durch die Nation. 14 der 15 Bundesstaaten entscheidet er für sich. Die parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley konnte seinen Durchmarsch nicht bremsen. Selbst Big State Kalifornien geht an Trump. Joe Biden, der Präsident ohne parteiinterne Konkurrenz, weiß, er muss aufholen und in den Wahlkampfmodus gehen. Meine Umfragewerte, die letzten 5 Umfragen, über die ihr nicht berichtet, habe ich gewonnen. 5 in Folge. Das Land ist wieder einmal tief gespalten. Geistig unfit zu sein, das werfen die Gegner dem jeweils anderen vor. Für unser Land wäre das eine Katastrophe, wenn Trump noch mal 4 Jahre der Präsident wäre. Trump ist ein guter Mann, ein Kämpfer. Er wird dieses Land retten. Und ich habe für Nikki Haley gestimmt. Ich denke, Trump ist der weitaus schlimmste Kandidat. Sie sehen, wir haben eine gespaltene Familie. Das Duell Trump gegen Biden wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie schon vor 4 Jahren. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.